Hallöchen miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinig Zeitgedanken an diesem Mittwoch, dem 9. August 2023. Und auch an diesem Vormittag wollen wir uns natürlich wieder mit Losung und Lehrtext beschäftigen. Und beide Texte habe ich für Sie wieder vorbereitet. Da heißt es im Alten Testament, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, sie werden nicht straucheln. Die große Frage, wo bekommen wir Frieden her? Und der große Frieden ist ja gemeint, dass man den Frieden in sich auch findet, dass man den Frieden mit der Welt, auch mit dem anderen findet und natürlich den Frieden mit Gott. Der große Frieden umfasst alles und das ist der Wunsch von vielen Menschen, dass man in diesen Frieden hineingelangt und dann diesen Frieden auch leben kann. Wir haben heute enorme Schwierigkeiten, verschiedene Arten des Friedens überhaupt auszuüben. Wir wissen, dass die Familien zerbrochen sind, dass Freundschaften zerbrochen sind. Und wir sehen es jetzt, dass in der Welt auch der Frieden zwischen den Völkern auf dem Prüfstand steht und dass dieser Frieden hier und dort mächtig unter Beschuss gerät. Wir sehen das nicht nur in der Ukraine, jetzt auch noch in Afrika. Und wir sind natürlich besorgt und fragen uns, wie kann man zu dem großen Frieden kommen, den wir Menschen uns ersehnen und der eigentlich für uns so wichtig ist. Und da heißt es hier ganz klar, diesen großen Frieden wird man haben, wenn man dein Gesetz liebt. Und jetzt bekommt das Gesetz, also das sind ja auch die 10 Gebote, das sind die vielen Hinweise in der Bibel, die uns da entgegengebracht werden, ein ganz anderes Bild, einen ganz anderen Klang. Wir haben das Gesetz im Alten Testament immer als sehr erdrückend empfunden, was wir nicht alles einhalten müssen. Und wir haben ja durch Paulus gelernt, dass wir das Gesetz sowieso nicht halten können, sondern dass wir Gott dazu brauchen. Wir alleine schaffen es nicht. Und da ist es jetzt so wichtig, dass man das Gesetz liebt. Und das finde ich so wunderschön in diesem längsten Psalm, im Psalm 119 umschrieben. Das heißt nämlich, wenn man es liebt, das Gesetz, dann sieht man es als eine Hilfe an und als eine Möglichkeit zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Dann wird es nicht zu einem Muss, dann wird es nicht zu einem Zwang. Dann schlagen wir uns dieses Gesetz nicht um die Ohren, sondern dann sehen wir es als eine Richtschnur an, die uns immer wieder deutlich macht, dass wir vielleicht auf dem falschen oder aber auch auf dem richtigen Weg sind. Und dann wissen wir gleichzeitig, wer das Gesetz liebt, der liebt nämlich in dem Moment auch Gott. Und wenn er Gott liebt, dann wird er das Gesetz automatisch erfüllen. Dann wird es ihm immer mehr gelingen, nach diesem Gesetz zu leben. Dann wird die Liebe und der Frieden im Leben einziehen können. Und das ist der Schlüssel für das Leben. Wir hatten das an verschiedenen Texten auch schon hier und dort aufleuchten sehen. Der wirkliche Friede kommt nicht, dass man ihn mit Waffen irgendwo absichert oder dass man versucht, für sich eine Verteidigung aufzubauen, sondern der wirkliche Friede, der innere Friede des Menschen, der Friede zum anderen Menschen, der Friede zu den Völkern, und hin zu Gott kommt nur aus der Liebe zu Gott, nämlich aus der Liebe zu seinem Gesetz. Und das ist so wundervoll, dass wir auch ein Werkzeug an die Hand bekommen haben, dass wir sehen können, ob wir wirklich mit Gott verbunden sind oder nicht, oder ob wir uns tatsächlich wieder neu ausrichten sollten, und zwar nicht zu irgendwelchen weltlichen und irdischen Dingen hin, sondern zu Gott selbst, damit wir dann wirklich in den großen Frieden gelangen. Kommen wir zum Kolosserbrief, da heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Hier ist mit dem Untereinander doch gemeint, dass wir neue Menschen geworden sind, und zwar durch die Taufe. Es ist eindeutig hier im Kolosserbrief, dass darauf hingewiesen wird, der alte Mensch ist von uns abgelegt worden. Wir haben uns, indem wir uns zu Gott hingewandt haben, in den neuen Menschen begeben. Und das heißt, der neue Mensch besteht darin, dass Gott jetzt in uns wirkt, dass er handelt, dass er unser Handeln bestimmt, dass er uns den Weg weist und dass er uns durch sein Gesetz auch die Richtung vorgibt. Und dann kommt hier die Aufforderung im späten Christentum, dass wir uns doch mit Weisheit
auch einander begegnen sollen, dass wir uns auch mal ermahnen dürfen. Ich entdecke das heute immer wieder, dass Christentum auch damit zu tun hat, dass Menschen sagen, nee, ich möchte nicht hinterfragt werden. Ich möchte meinen Glauben leben und ich möchte so leben, wie ich es gern haben möchte. Und dann baut man sich seine Religion. Nein, christlicher Glaube, er hinterfragt nicht nur uns einzelne Menschen, er hinterfragt auch die Gesellschaft, er hinterfragt all unser Tun. Und da braucht es die Gemeinschaft, dass wir uns wirklich in Liebe und in Weisheit einander auch mal ermahnen und sagen, du schau mal, überdenk mal, bist du denn da eigentlich richtig unterwegs? Das heißt nicht, dass wir den anderen abkanzeln oder dass wir meinen, wir sind besser, sondern Menschen, die den neuen Menschen leben, in diesen neuen Menschen wohnt Christus, die sind bestrebt ja auch, sich richtig auszurichten. Und da ist man eigentlich über ein Gespräch, über ein Hinterfragen auch mal froh. Da sieht man nicht gleich den Boden wegfließen unter den Füßen, sondern das sieht man als Hilfe, als Wegweisung. Und genau das ist es, was uns Christen gegenüber anderen Menschen nämlich auch ausmacht, dass wir uns hinterfragen lassen, dass wir nicht beharren müssen auf unserer Meinung und sagen, ich habe mir die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß das alles selbst. Und das ist auch der Unterschied zur Esoterik, das sehe ich ganz deutlich, dass da Menschen immer ganz stark davon überzeugt sind, dass sie im Licht stehen, dass sie alles richtig tun und dass sie letztlich den anderen ja gar nicht als Korrektiv brauchen. Doch Gott hat es so eingerichtet, dass wir einander mit Liebe und in Form seiner Weisheit uns auch ermahnen dürfen. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals, bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich darf am Schluss herzlich Dankeschön sagen. Ich habe gestern einen wundervollen Brief erhalten von München-Buchsee. Herzliche Grüße dahin. Er hat mich wirklich angerührt und ich finde es ganz, ganz toll, wenn wir uns untereinander helfen. Nochmals herzlichen Dank. Der Brief müsste heute auch als Antwort angekommen sein. Es war so überraschend, dass ich mich sofort hinsetzen musste und dies erledigt habe. Also nochmals eine herzliche Umarmung und ein Dankeschön da nach München-Buchsee. Und gleichzeitig möchte ich noch kurz darauf eingehen, in einem Kommentar wurde geschrieben, wie kann das Wort bei Gott gewesen sein und was ist damit gemeint? Das ist das Johannesevangelium am Anfang und dann heißt es ja, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und da wird auf Christus hingewiesen. Gott ist also auch das Wort und der Glaube ist das Wort und Gott hat sich als Mensch auf diese Erde begeben. Und jetzt ist die Frage, wie kann dann die Bibel Gottes Wort sein? Die Bibel ist aufgeschrieben worden von Menschen, aber man geht davon aus, dass es eben dieses Wort von Jesus Christus gewesen ist. Das sind seine Worte, die er gesprochen hat. Jetzt könnte man sagen, ja, die Menschen haben ja da etwas dazu gemacht. Das ist ja nur wiedergegeben worden. Nein, und das macht die Bibel so wertvoll. Wir gehen davon aus, dass diese Worte, die da aufgeschrieben worden sind, wirklich vom Geist Gottes inspiriert sind. Man könnte das Verbalinspiration nennen, dass also diese Worte, die sie aufgeschrieben haben, von Gott inspiriert worden sind und dass das tatsächlich Gottes Wort ist und dass deshalb in der Bibel uns Gott natürlich wieder begegnet und gegenübersteht. Und deshalb ist die Bibel nicht ein normales Buch, sondern ein Buch, das sicherlich Menschen geschrieben haben, aber sie sind geführt worden, so könnte man es auch sagen. Sie sind begleitet worden bei ihrem Aufschreiben durch die Hilfe Gottes. Und da hat sich Jesus Christus, der gleichzeitig Gott ist, die haben sich, wenn man so sagen möchte, es sind ja nicht zwei Personen, wir glauben ja an die Einheit. Gott hat sich in dem Moment dann dort in diesem Wort offenbar gemacht und tut sich uns bis heute kund. Soweit. Kurz zusammengefasst, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen zu dieser Anfrage und ich hoffe, dass wir weiterhin viel Freude haben bei Losung und Lehrtext und wenn es eine Frage gibt, dann bitte auf mein Kontaktformular gehen oder meine E-Mail benutzen und mich direkt anschreiben, dann kann ich per E-Mail zurückantworten.
In YouTube werde ich das nicht tun, aber wenn man mich direkt anschreibt, dann tue ich das dann schon. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wenn Sie Freude und Lust empfinden, dann schalten Sie morgen doch wieder rein. Und ich möchte auch nochmal Dankeschön sagen für das Teilen des Streams, fürs Weiterleiten und für so manche Anregungen und vielleicht auch Diskussionen über diese Worte. Dazu sind Sie ja da. Auf Wiederloge, es grüßt Sie ganz, ganz herzlich, Ihr Reini, hier von den Zeitgedanken aus Appenzell Innerrhoden. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Lange ist's her, da noch Frieden war und diese Welt wirklich Leben gebar. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein, kämpft für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpft für Gott und für euch.